Hallo zusammen, in diesem Video geht es um das Thema Orientierung. Ich möchte euch zeigen, wie man mit einer Uhr und der Sonne sich orientieren kann. Ich muss jetzt ein bisschen schnell machen, denn die Sonne geht jetzt gleich unter. Die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter. Schon mal gut, also weiß ich eigentlich schon, wo ungefähr Westen ist. Aber trotzdem, wir brauchen eine Uhr. Es ist jetzt 4:15. Und ja, wir brauchen eine Uhr und die Sonne. Wir sind auf der Nordhalbkugel und die Technik geht jetzt so. Es gibt Winterzeit, also Normalzeit, und es gibt die Sommerzeit. Jetzt haben wir Winter, darum können wir die Methode ganz einfach machen. Die Methode geht so. Wir müssen den Stundenzeiger auf die Sonne richten. Der Stundenzeiger, der auf die Sonne schaut, und der 12, dazwischen müssen wir eine Linie ziehen und dort ist Süden. Probier das mal. Also, es ist 4:05. Gut, den Stundenzeiger richte ich auf die Sonne. Zwischen dem Stundenzeiger, der auf die Sonne schaut, und der 12 eine Linie ziehen, so, und dort ist Süden. Der Stundenzeiger richte ich auf die Sonne. Zwischen dem Stundenzeiger, der auf die Sonne schaut, und der 12 eine Linie ziehen, und dort ist Süden. Der Kompass zeigt dies an und meine Uhrtechnik kommt etwa auf das Gleiche. Die 5 schaut auf die Sonne, zwischen der 5, wo auf die Sonne schaut, und der 12 eine Linie ziehen, dort ist Süden. Das stimmt etwa. Der Stundenzeiger zeigt auf die Sonne, zwischen dem Stundenzeiger, der auf die Sonne schaut, und der 12 eine Linie ziehen, und dort ist Süden. Das war die Winterzeit, die Normalzeit, und jetzt kommt die Sommerzeit. Wir sind in der Sommerzeit eine Stunde voraus. Das heißt, wenn wir im Sommer uns orientieren wollen, müssen wir die Uhr eine Stunde zurückstellen. Okay, also wir haben jetzt 4:50. Es ist Sommerzeit. Das heißt, ich stelle die Uhr eine Stunde zurück. 4:10. Und jetzt eigentlich die gleiche Technik. Ich nehme die Uhr, richte sie aus. Der Stundenzeiger schaut auf die Sonne, zwischen dem Stundenzeiger, jetzt habe ich die 4 genommen, wir haben eigentlich 5 Uhr, aber da wir jetzt im Sommer sind, eine Stunde zurück, darum nehme ich die 4. Gut, die 4, der Stundenzeiger, kommt auf die Sonne, zwischen dem Stundenzeiger, wo auf die Sonne schaut, und der 12 eine Linie ziehen. So, so, dort ist Süden. Uhr ausrichten, Stundenzeiger auf die Sonne, die 12 eine Linie dazwischen ziehen, dort befindet sich Süden. Das ist die Technik, wie man mit einer Uhr und der Sonne Süden bestimmen kann. Das ist aber nur in der Nordhalbkugel. Bei der Südhalbkugel, das werde ich jetzt nicht zeigen, weil sonst gibt es nur eine Verwirrung und ja. Also sich zu orientieren im Winter ist einfacher, weil das die Normalzeit ist, dort muss man nichts umstellen. Einfach Stundenzeiger Richtung Sonne, dann zwischen dem Stundenzeiger und der 12 eine Linie ziehen und dort ist Süden. Im Sommer genau gleich, aber da müssen wir eine Stunde abziehen, weil wir eine Stunde voraus sind. Das heißt, wenn wir 3 Uhr haben, haben wir eigentlich erst 2. Wir stellen die Uhr auf 2 Uhr ein, dann genau gleiche Stundenzeiger auf die Sonne und die 12, dazwischen eine Linie ziehen und dort ist Süden. Es ist eine Technik, die eigentlich gut ist. Sie ist nicht
mega genau, aber es reicht, um die grobe Himmelsrichtung oder Süden zu bestimmen. Und es ist ziemlich schnell, also man kann laufen und mit der Uhr immer kurz schauen, wo ist Süden und wieder ein Objekt anpeilen. Ich hoffe, ihr konntet das verstehen. Ich werde jetzt nochmals eine Skizze machen, um das nochmal zu zeigen. Denn es kann ein bisschen verwirrend sein, vor allem mit der Sommerzeit, weil da muss man ja etwas umstellen. Okay, zuerst die Winterzeit. Das ist ja die Normalzeit. Da müssen wir nichts umstellen. Die Technik geht, wie gesagt, so. Zuerst mal diese Uhr. Wir haben 5 Uhr. Spielt ja keine Rolle, wie spät es ist. Einfach, jetzt müssen wir den Stundenzeiger auf die Sonne richten. Sagen wir mal, hier ist die Sonne. Okay. Der Stundenzeiger zeigt auf die Sonne. Zwischen dem Stundenzeiger, der auf die Sonne zeigt, und der 12 müssen wir jetzt eine Linie ziehen. Und da ist Süden. Dann haben wir hier nochmals ein Beispiel. Es ist 2 Uhr nachmittags. Wir stellen den Stundenzeiger auf die Sonne ein. Okay, hier ist die Sonne. Kann man gleich so stehen lassen. Stundenzeiger, der auf die Sonne zeigt, und der 12. Eine Linie ziehen in der Mitte. Und da ist Süden. Ich habe hier nochmals Beispiele. Es ist 9 Uhr morgens. Vielleicht seht ihr da den Sonnenaufgang. Dann wisst ihr, dort ist Osten. Denn die Sonne geht im Osten auf und im Westen unter. Gut, es ist 9 Uhr morgens. Stundenzeiger richten wir auf die Sonne. Zwischen dem Stundenzeiger und der 12 eine Linie ziehen. Dort ist Süden. Es ist 10 Uhr oder 11 Uhr. Stundenzeiger auf die Sonne. Zwischen Stundenzeiger, wo auf die Sonne schaut, und der 12 eine Linie ziehen. Dort ist Süden. Hier noch ein kleines Beispiel. Wenn es 12 Uhr ist, steht die Sonne im Süden. Das ist die Methode mit der Winterzeit, die Normalzeit. Okay, nun nochmal die Sommerzeit. Bei der Sommerzeit sind wir eine Stunde voraus. Das heißt, wir müssen die Uhr, egal welche Uhrzeit wir haben, wir müssen die Uhr eine Stunde zurückstellen. Ich habe hier 4 Beispiele. Es ist 9 Uhr morgens. Da wir in der Sommerzeit sind, müssen wir die Uhr jetzt eine Stunde zurückstellen. Das habe ich hier schon eingezeichnet. Darum ist es eigentlich jetzt erst 8. Grün ist die Ist-Zeit, also es ist jetzt 9 Uhr, aber eigentlich haben wir 8. Okay, danach kommt das gleiche System. Jetzt müssen wir den Stundenzeiger, den wir jetzt eine Stunde zurückgestellt haben, auf die 8, müssen wir jetzt auf die Sonne ausrichten. Der Stundenzeiger zeigt auf die Sonne. Zwischen dem Stundenzeiger, wo auf die Sonne schaut, und der 12 eine Linie ziehen. Dort ist Süden. Wir haben 11 Uhr morgens. Eine Stunde zurückstellen. 10 Uhr. Ausrichten auf die Sonne. Zwischen dem Stundenzeiger auf die Sonne, der 12 Linie ziehen. Süden. Wir haben 15 Uhr, also 3 Uhr nachmittags, eine Stunde zurückstellen. Wir haben 14 Uhr. Stundenzeiger auf die Sonne,
zwischen dem Stundenzeiger, Sonne und der 12 eine Linie ziehen. Süden. Wir haben 17 Uhr, eine Stunde zurückstellen, wir haben 16 Uhr. Ausrichten auf die Sonne, eine Linie ziehen zwischen Stundenzeiger 16 Uhr und 12 Uhr Süden. Wenn es jetzt 12 Uhr ist, auch hier wieder eine Stunde zurückstellen, darum ist es erst 11 Uhr, zwischen der 11, also 11 Uhr Stundenzeiger, der auf die Sonne schaut, und der 12 eine Linie ziehen, und da ist Süden. Orientierung mit der Sonne und mit einer Uhr. Das ist die Methode auf der Nordhalbkugel, wie man Süden herausfindet. Wenn man Süden hat, hat man die anderen auch. Ich hoffe, ihr konntet das verstehen. Ich bin Remo. Tschüss zusammen.